Hallo, herzlich willkommen. Heute am Dienstag, dem 7. April 2020, ist mir eine ganz besondere Ehre, heute mit Patrick Marchel zu sprechen. Patrick Marchel ist der Kopf hinter WIC-Gin. Und wer ihn noch nicht kennt, ist eine Gin-Marke aus Österreich, Organic Gin, seit 3,5 Jahren am Markt. Und ganz aktuell heute Abend, deswegen führen wir dieses Gespräch, wird der Patrick bei der Startup-Show 2 Minuten, 2 Millionen, 20.15 Uhr auf Puls 4 zu sehen sein. Und deswegen habe ich ihn zum Gespräch gebeten und da ist er. Herzlich willkommen, Patrick. Freut mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, hallo Bert. Freut mich besonders. Danke auch für die Einladung. Und freue mich schon sehr auf das Gespräch. Du hast es eh schon angesprochen, am 7. April, also heute Abend, sind wir bei Puls 4, bei dieser Startup-Show, natürlich schon mega nervös und hoffen natürlich auf viele Unterstützer und viele Leute, die uns da anfeuern und verfolgen zu Hause vor den Bildschirmen. Ja, super. Ich bin auch schon sehr gespannt, was da passiert und was da rauskommt. Man darf ja nichts sagen. Ja, sag, aber mich würde total interessieren, also grundsätzlich hast du eine sehr, sehr spannende Geschichte hinter dem Produkt und hinter deiner Person, hinter deinem Werdegang. Du hast ja vorher ganz was anderes gemacht. Du warst Sales Director bei Apple in Österreich und hast dann gewechselt. Ich meine, ich glaube, es gibt schlechtere Jobs auf der Welt. Und warum und wann kam denn der Entschluss, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich möchte jetzt meinen eigenen Schnaps machen? Das ist wirklich eine ganz gute Frage. Es war eine ganz tolle und spannende Zeit. Apple ist eine großartige Firma und wir hatten in Wien das Büro und ich war eben zuständig dort für den gesamten Commercial-Bereich, also den Endkunden im klassischen Sinne. Und es ist natürlich ein amerikanisches Unternehmen, sehr zahlengetrieben. Und wenn man mich kennt, weiß man, ich bin halt ein sehr lebendiger Mensch, ein sehr freier Mensch. Und mich einzusperren, einzuengen, funktioniert einfach nicht. Ja. Und das war dann irgendwo durch meine vielen, vielen Reisen, die ich durch Apple erleben durfte, so ein Thema, dass ich jeden Abend so, wie soll ich sagen, wie ein Zeremoniell schon fast, in der Bar, in dem Hotel, in dem Ort, wo ich gerade war, meinen Gin Tonic getrunken habe. Und irgendwann am Abend, in Spanien war das, am Festland, habe dann mehrere Gin Tonics getrunken und war eigentlich total verblüfft, wie das dort angerichtet wurde. Ja, richtig inszeniert, große Becher, also diese Koppergläser, Eis rein, Botanicals rein. Und ich habe mir gedacht, hey Mensch, Mann, bei uns in Österreich, wenn du einen Gin Tonic kriegst, da kriegst du irgendwas aus der Plastikflasche, 1,5 Liter, vielleicht noch eine Scheibe Zitrone rein und dann ist schon fertig. Und da müsste man doch was machen. Ja. Es war schon natürlich der Gin-Hype in Österreich da, aber noch nicht so fortgeschritten, wie er jetzt vielleicht in Spanien war. Und das war für mich der Entschluss, dass ich eigentlich vor 6 Jahren gesagt habe, gut, ich möchte einen Gin machen und habe mich dann 2 Jahre damit beschäftigt, mit der Rezeptur, wie das funktionieren kann, wie man das machen kann. Und ja, und seit 3,5 Jahren gibt es eigentlich jetzt das Produkt Rick, also das kommt ja von Patrick, von meinem Namen, deswegen seit 3,5 Jahren, glaube ich, ganz erfolgreicher Markt. Ja, mega. Hattest du dann nicht die Sorge, ich sag mal, auch zu spät auf diesen Gin-Hype aufzuspringen? Ich meine, 2017, ja, da war das schon recht fortgeschritten. Da haben wir in der Bar-Szene schon gesagt, hey, noch ein neuer Gin, muss denn das sein? Wie war das damals? Hast du dir Gedanken gemacht oder warst du da noch gar nicht so in der Szene drin, dass du das gar nicht so gesehen hast? Weil ich meine, glaube ich, beim klassischen Endkunden ist es ja erst so in die Zeit darin angekommen, dass es eben eine wirklich so breite Auswahl an Gins gibt und nicht nur die üblichen Verdächtigen. Absolut richtig. Also ich bin ja kompletter Quereinsteiger. Die Bar-Szene war für mich maximal bekannt, weil ich halt selbst ab und zu in eine Bar gegangen bin, aber das war es dann auch schon. Und der Entschluss, Gin zu machen, ist ja passiert Ende 2014. Nur dadurch, dass ich ja kompletter Quereinsteiger war, habe ich einfach einmal ein paar Jahre gebraucht, um überhaupt ein Produkt machen zu können und mir das ganze Wissen anzueignen. Und dann, je mehr und mehr ich in dieser ganzen Thematik drinnen war, desto mehr habe ich festgestellt, okay, da gibt es schon sehr, sehr viele. Ich bin auch nicht der Einzige. Das war mir damals schon bewusst, das ist klar. Aber dass es so viele gibt, habe ich eigentlich erst innerhalb des Entwicklungsprozesses dann so richtig mitbekommen. Und ja, ich bin halt einfach ein Perfektionist und ein sehr ehrgeiziger Mensch und schaue meistens wirklich nur auf das, was ich kann und bin da einfach Vollgas rein und ohne Rücksicht auf Verluste. Ja. Und dann hast du ja das quasi das Brennhandwerk gelernt oder gibt es in der Familie Vorlagen, dass der Vater, der Großvater einen Gutshof hatte mit Brennrecht? Das gibt es ja in Österreich sehr oft. Genau. Oder bist du wirklich dann von der Pike auf, hast du das angeeignet?
Also ich bin ja Steirer und meine Familie oder Teile der Familie leben auch in der Steiermark, in der Südsteiermark. Der Onkel zum Beispiel, Kumpel Toni, ist der Direktor der Weinschule am Silberberg. Und das ist eine bekannte Weinschmiede quasi in der Steiermark. Und dort habe ich einen guten Freund, einen Jugendfreund von mir, den Reinhard Muster, der ein riesiges Weingut hat in Gamlitz. Und dort habe ich meinen Platz gefunden quasi, wo ich die Produkte produzieren kann, wo ich brennen kann, wo man experimentieren kann. Und das ist quasi die Heimat von Rick. Alles klar. Aber du hast das Brennhandwerk dann wo gelernt? Auch wirklich dort. Also das ist eine spannende Geschichte eigentlich, wenn man so will. Der Reinhard, als Ausnahmewinzer, hat selber mit dem Brennern nicht wirklich viel Interesse und auch nicht die Muse dazu, wollte die Destille schon weggeben. Denn sein Vater allerdings, der Seppel, der hat mit dem Schnapsbrennern grundsätzlich die Familie ernährt. Viele, viele Jahre, der ist jetzt schon weit über 70 und arbeitet nicht mehr aktiv an der Anlage, aber der hat mir wirklich sehr viel unterstützt und gezeigt, wie man den brennt, hauptsächlich natürlich Schnäpse, aber der Gin, wie man weiß, ist ja im Prinzip jetzt ähnlich von der Technologie, vom Brennen her und da haben wir gemeinsam daran gearbeitet und Rick Gin eigentlich entwickelt. Ja. Ich könnte mir das vorstellen, kann sie aber auch nicht brennen. Man sollte aber ein gewisses Talent mitbringen oder kann man sich das aneignen? Ich meine es auch vom Gustatorischen her, von der Sensorik her, wenn man die einzelnen Destillate dann natürlich auch auf die Qualität beurteilen möchte. Wie war das bei dir? Das ist eine super Frage. Das muss man lernen. Also in der Tat ist es so, dass wir sensorisch eigentlich jetzt nicht so trainiert sind, ja. Um wirklich bewusst zu schmecken und zu verstehen, wie welche Dinge miteinander funktionieren. Weil wenn ich jetzt ein Beispiel hernehme, du machst jetzt einen Gin und du möchtest einen London Dry Gin machen, der eine besonders schöne Wacholder-Ausprägung hat und vielleicht filigrane Noten dabei sind von irgendeinem anderen Botanical. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, ich gebe dann halt Wacholder und dann gebe ich das andere Botanical rein und das dritte, vierte, fünfte und irgendwann soll er dann so schmecken, tut er aber nicht, weil die Balance nicht stimmt. Das heißt, manchmal muss man von einem weniger geben, dass das andere überhaupt durchkommt. Ja, und nicht nur von dem, was man möchte, mehr. Und das ist genau dieser Balanceakt in der Entwicklung und Testing und im Verständnis, das muss man wirklich lernen und verstehen und sich intensiv mit den Produkten beschäftigen. Ja, verstehe. Wie gehst du an das Gin-Machen heran? Also wie muss ich mir das vorstellen? Landen bei dir alle Botanicals? Du hast 4 Sorten inzwischen, also du hast 3 Hauptsorten und jetzt hast du ganz neuen alkoholfreien ja auf den Markt gebracht, vor ein paar Monaten. Wie gehst du daran? Landen alle Botanicals zusammen in einem Korb? Machst du verschiedene Destillate? Baust du das zusammen? Oder wo kommt doch die Inspiration zu den einzelnen Produkten her? Mhm. Also was ich mache, wir machen alle Produkte immer unter London Dry. Das heißt, wir haben einen Grundalkohol, das ist ein hochprozentiger Ethanol, Bioweizen, den mazerieren wir mit diesen Botanicals und also reichern wir an. Und da gehen wir immer denselben Weg, dass man grundsätzlich Wacholder und alle Produkte, die man möchte, gemeinsam anreichert. Aber wenn ich ein neues Rezept mache, dann wird grundsätzlich einmal das Botanical, was ich gerne hätte, und die einzelnen Veränderungen einzeln angesetzt und dann noch einmal küvidiert und verkostet, damit man ein Gefühl bekommt, wie es sich miteinander verhält. Ja. Das ist immer die Herausforderung. Viele Botanicals macht das Produkt komplexer, schwieriger, auch für den Gaumen im Verständnis schwieriger. Und da muss man halt sich langsam herantasten, bis man dann sagen kann, okay, jetzt passt es und das ist ein vernünftiges Produkt. Wie im Labor, quasi ein bisschen, ja. Wiegen, messen, Tröpfchen. Ja, das ist ja gerade den Zeitgeist. Also von Laboren wissen wir jetzt gerade eine ganze Menge. Ja, ist mir wieder gefallen. Tröpfcheninfektion. Im Moment, ich habe so viele Anfragen, um Alkohol für Desinfektionsmittel zu machen. Also es ist wirklich, wirklich spannend. Also man könnte theoretisch andere Karrieren einschlagen, wenn man jetzt möchte im Moment. Das machen ja auch viele, aber ich glaube, du bist da noch zu klein, dass du hast keine Überproduktion, dass du jetzt so viel produzieren kannst. Im Moment, ich sage dir ganz ehrlich, wie es ist, im Moment haben wir einige tausend Liter Alkohol und ich bin sehr froh, dass ich sie habe, weil ich weiß nicht, wie viel ich davon brauche und wann es wieder eben dementsprechend Grundmaterial gibt. Ja? Also das hängt ja auch in der Luft. Ja? Stimmt, ja. Wie lief es denn bisher? Seit 2017, seit du mit dem ersten Gin auf den Markt gekommen bist. Also in wie vielen Märkten bist du
Kann man das sagen, wie viel, magst du sagen, wie viele Flaschen du verkaufst? Ja, na gern, also bin da sehr, sehr offen. Also grundsätzlich am Anfang extrem schwer. Ich musste sagen, ich war ja ein Quereinsteiger, ich kannte auch niemanden. Ich hab gewusst, welche Lokale mir als Person, als Privatmensch gefallen. Und ich bin tatsächlich wirklich in diese Lokale gegangen und habe gesagt, du, ich habe einen neuen Gin. Und dann war natürlich am Anfang die Enttäuschung groß, weil jeder gesagt hat, oh mein Gott, hör mir auf, schon wieder ein Gin. Und ich war aber so hartnäckig. Und das kann ich mir noch gut erinnern, den Oliver Horvath, glaube ich, habe ich 5-mal besucht, bis er irgendwann gesagt hat, jetzt geben wir mal Flaschen her und jetzt kosten wir das. Oliver Horvath von der Kleinodgruppe. Von der Kleinodgruppe, genau, ja. Es war einer der ersten Kunden, wo ich gesagt habe, da muss ich unbedingt in meinen Gin rein. Was weiß ich warum, aber ich war sehr oft dort und irgendwann hat er gesagt, jetzt kosten wir den halt und jetzt geben wir mal her. Und es hat ihm sehr gut gefallen und seitdem sind wir wirklich ganz gut etabliert in Kleinod oder in den anderen Projekten von ihnen. Und ja, und so ist es dann weitergegangen. Also es ist wirklich Stein auf Stein, mühsamer Weg, vorstellen, präsentieren, verkosten. Und es hat mir aber Spaß gemacht und ich glaube, das ist das Wichtige, dass man sehr authentisch und ehrlich und mit einer Leidenschaft daran geht. Und so haben wir eigentlich die Marke aufgebaut. Und in der Zwischenzeit verkaufe ich doch über 30.000 Flaschen im Jahr, einen Umsatz von über 500.000 Euro, den wir jetzt in Österreich gemacht haben. Und das ist schon für eine kleinere Destillerie schon eine ganz schöne Nummer, ja. Das ist ziemlich ordentlich, Wahnsinn. Glückwunsch. Aber ich meine, du steckst doch voll dahinter, weil ich kenne dich ja jetzt auch schon, ich glaube, ziemlich am Anfang. Damals war ich der Barchef im Heu am Karlsplatz. Ich glaube, war noch einer der ersten, die den Rick Gin gelistet haben mit dem Zeitpunkt. Genau, absolut. Du warst da ganz von dabei, ja. Ja. Und ich weiß, du bist der Brenner, du bist, glaube ich, auch der Marketingleiter, du bist der Vertriebsleiter, du bist auch der Global Brand Ambassador für Rick Gin. Das ist ja wirklich ein Fulltime-Job. Ich glaube, dein Tag hat 48 Stunden. Du bist doch auf jeder Feier. Du tanzt doch auf jeder Hochzeit. Das ist auch ein hartes Brot, oder? Aber ohne geht es wahrscheinlich nicht. Genau, ohne geht es nicht. Und ich mache es wirklich gerne. Ich glaube, das ist der Unterschied. Für mich ist es keine Arbeit. Für mich ist es wirklich eine Freude, weil man geht da nur hin, man wird sehr oft erkannt, man wird angesprochen keine Ahnung, manchmal geht man durch Lokale und man wird angesprochen, hey, dich kenne ich, du bist ja der Rick, super Gin, tolles Produkt und das gibt dann so viel Kraft, ja, und das macht mir einfach wirklich Spaß und deswegen sehe ich es nicht als Arbeit. Wenn ich es als Arbeit sehen würde, würde ich es wahrscheinlich nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Weil der Lohn im Vergleich zu den Tätigkeiten, ich habe ja Wirtschaft studiert, ich habe im Management gearbeitet, also ich habe Gott sei Dank schon einiges beruflich durchlebt und das ist jetzt ein schönes Hobby, was anfängt, Profit abzuwerfen. Ja, da muss man davon aufpassen. Ja. Ich habe letztes Jahr 130.000 Euro ausgegeben im Marketing in Form von Messen, Veranstaltungen, nur dass man eine Größenordnung hat. Also da kann man jetzt nicht vom Verdienst sprechen, das macht man wirklich aus Leidenschaft. Ja. Okay, das heißt, du greifst dann auch auf Polster zurück. Aber ich meine, dein Bekanntheitsgrad, der dürfte ja dann auch spätestens heute Abend dann auch steigen und demnächst wirst du auch auf der Straße angesprochen werden. Und weil du bist mal 20.15 Uhr auf Puls 4, 2 Minuten, 2 Millionen. Wie kommt man auf die Idee? Jetzt, das ist nicht alltäglich, dass man als Schnapsproduzent, als Gin-Hersteller oder Spirituosenhersteller sich als Startup präsentiert und Geldgeber an Bord holt. Ich gehe jetzt davon aus, dass es funktioniert hat, weil ganz frech war, aber wie kam es auf die Idee? Wann und was erhoffst du dir auch davon? Ja, also ich bin ja, das ist jetzt wieder etwas, was ich vielleicht in meinem Beruf gelernt habe, ich mache Dinge gerne, die skalierbar sind. Jetzt habe ich ein Produkt, ich habe ein Konzept, das kann man skalieren, auch in andere Märkte. Und ich habe es ein paar Jahre auch sehr, sehr fleißig probiert auf der BCB in Berlin. Ich habe auch schon Kunden jetzt im Ausland, wie zum Beispiel die Schweiz ist ein guter Markt von mir. Italien, denen es momentan leider gar nicht gut geht, ist ein Markt, und der eigentlich funktioniert. Und auch schon die ersten Dinge in Amerika passieren mittlerweile. Und ich wollte aber mehr und einfach irgendwo andere Märkte ansprechen. Und für mich war dann klar, ich kann das nicht alleine, weil erstens fehlt mir das Netzwerk. Zum Zweiten auch teilweise das Wissen und zum Dritten auch dann das Geld, weil ein neuer Markt kostet wirklich Geld. Und habe mir dann überlegt, was könnte ich machen? Und habe mich dann bei 2 Minuten, 2 Millionen beworben und war dann beim Casting und das hat ihnen sehr gut gefallen, auch unter anderem aufgrund dieses neuen Gins, diesen alkoholfreien Gin.
Ja. Und die haben mich tatsächlich dann eingeladen in die Show. Und ja, das war eigentlich wirklich ein Riesenglück, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich extrem drüber. Und ich hoffe, dort Partner zu finden, strategische Partner, die mir auch helfen können mit ihrem Netzwerk, dass man andere Märkte erreicht, andere Möglichkeiten findet, um das Produkt auch ins Ausland zu bringen. Oh, super. Also per se, auch wenn es nicht klappt, aber definitiv auch ein großer Marketingwert, oder? Ich glaube, ein unbezahlbarer Marketingwert in Wahrheit. Also im Moment, dass man das Gefühl hat, Einschaltquoten um die 400.000 Leute pro Sendung. Es gibt dann auch Home-Stories, wo bei mir ein Weingut gefilmt wird. Aufgrund dieser Tatsache zum Beispiel war Welt der Wunder bei uns und hat 2 Tage gefilmt, wie wir den alkoholfreien Gin erzeugen. Das kommt dann im Mai. Also es sind sehr, sehr viele Dinge aufgrund dieser Geschichte passiert. Und könnte ich mir als Privatperson, das ist ein ganz kleiner Betrieb, ja, ganz schlanke Strukturen, du hast ja gesagt, ich bin eigentlich 5 Positionen in einer und da könnte man sich das nie leisten. Ja. Jetzt muss ich aber trotzdem noch fragen, weil ich weiß ja, was du sonst noch so tust. Du hast ja auch einen Wermut jetzt kreiert. Glaubst du denn, dass die Gin-Welle mal abebbt und dass danach braucht man das jetzt oder wie kam es dazu? Also ich glaube, es wird sich vielleicht von dieser Fragmentierung etwas auslichten. Das heißt, viele, viele, viele Hersteller haben einen Gin gemacht. Manche haben wieder aufgehört, neue sind wieder dazugekommen. Das heißt, es wird irgendwas überbleiben zum Schluss. Ja. Weniger Gin wird vielleicht jetzt nicht unbedingt getrunken, aber es wird sich auf wenigere Märkte, glaube ich, konzentrieren, ja, die halt wirklich gut sind, qualitativ gut sind und der Markt irgendwo Relevanz haben. Und other than that ist für mich das Thema Lifestyle-Produkte mit weniger Alkohol oder keinen Alkohol. Deswegen habe ich auch diesen alkoholfreien Gin gemacht, weil Leute halt teilweise... Im Moment haben wir eine Ausnahmesituation, aber ansonsten haben wir ja sehr wenig Zeit für gewisse Dinge. Das fällt dann jetzt auf, ja, dass man sich mit sich selbst manchmal beschäftigen muss und viel Zeit hat, wo man vielleicht teilweise gar nicht weiß, was man damit machen soll. Weil, ja, wie auch immer, man steht oft beruflich unter sehr großem Druck, kann nicht jeden Tag Alkohol trinken, will es vielleicht auch nicht. Und da ist halt alkoholfrei ein großes Thema. Sieht man ja in Amerika oder auch in England zum Beispiel, dieses Sober Bars, Sober and Curious. Diese Thema-Geschichte, es wird dort wirklich stark gelebt. Und das andere ist dieser Aperitivo-Gedanke, wo man Produkte trinkt mit weniger Alkohol und da vielleicht schon früher am Tag, nämlich schon vielleicht ab Mittag oder frühen Nachmittag, mit weniger Alkohol. Und das ist ein Thema, das, glaube ich, das kommt sehr stark. Mhm. Ich denke auch, dass das nach wie vor ein Thema ist, Daydrinking. Lieber leichter, dafür ein bisschen mehr. Und auch den Vollrausch nicht in den späten Abend hineinziehen, beziehungsweise gar keinen haben, und weil man am nächsten Tag ja auch fit sein muss. Ja, ich glaube, das ist ja, das ist irgendwie der Zeitgeist. Ne? Können wir uns, ja. Den kann man sie nicht verschließen. Nein, definitiv nicht. Und du siehst es ja auch in Barcelona, gibt es ja wunderbare Beispiele, diese Vermutarias, eine Vielzahl von verschiedenen Vermuts, kleine Snacks dazu, wo man am Tag trinkt, sich trifft. Und das ist eine neue Art von Socializing, wo einfach Begegnungen stattfinden mit Alkohol, der nicht so stark ist. Und deswegen wollte ich unbedingt einen Vermut machen. Und auf der anderen Seite war eigentlich die Geschichte fast aufgelegt, weil dadurch, dass ich beim Weingut Muster produziere und ja, der Reinhard Muster 70 Hektar Weinfläche in der Südsteiermark hat und wirklich ein Ausnahmewinzer ist, hat er sich schnell von mir begeistern lassen, dass er einen Wermut mit mir entwickelt, wo von ihm die Trauben kommen und von mir der Brand quasi dazu. Und das ist eigentlich ein schönes gemeinsames Projekt, was da entstanden ist. Super schön. Ja, cool. Dann danke ich dir vielmals für das Gespräch und ich drücke dir die Daumen, dass das heute Abend sehr erfolgreich für dich ablaufen wird und du da genau die nächsten Schritte machen kannst. Und freue mich, wenn wir uns dann bald auch wieder in echt sehen dürfen mit einem schönen Gin Tonic oder einem Wermut Tonic. Ja. Unbedingt, auf das freue ich mich auch und ich hoffe, ja, es gibt ja viele Möglichkeiten im Juli überhaupt, ne, Liquid Market wieder, hoffe ich, dass der stattfinden kann in dieser Form, auf das freuen wir uns natürlich alle sehr. Danke, danke. Ja, genau, unser Cocktailfestival im Juli, weil wir mussten jetzt auch ein paar Sachen verschieben. Aber wir haben aktuell noch Hoffnungen, dass wir das im Juli machen können. Ja, und ansonsten müssen wir es ein bisschen nach hinten schieben. Ja, genau. Dankeschön. Danke sehr. Hey, dann wünsche noch einen schönen Tag und wir sehen dich später um 20.15 Uhr auf Puls 4.
Und super, einschalten und mitfiebern, bitte. Danke, wir brauchen die Unterstützung. Ich bin dabei. Check mir einen Gin Tonic vorher ein. Das ist gut. Alles Liebe, Patrick. Danke, Bert. Auch, ja. Mach's gut. Bis bald.